Hi, schön, dass du reinschaust. Hier im Video erkläre ich dir einmal die Frontkniebeuge, also die Langhantelkniebeuge mit der Langhantelstange vorne. Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, die Langhantel auf der Schulter aufzulegen. Also das ist auch schon mal der erste Punkt. Die Hantelstange liegt auf der Schulter, also hier vorne auf dem Deltamuskel und berührt wirklich auch den Hals. Ein guter Gewichthebercoach würde dir sagen, die Hantelstange liegt dann richtig, wenn sich deine Stimme verändert. Also sprich, die Hantel wirklich nah an den Hals ran. Es muss jetzt nicht wirklich so sein, dass die Hantelstange so liegt, dass sich deine Stimme verändert. Gewichtheben, Leistungssport ist nie gesund. Also wenn du in einem gesundheitsorientierten Umfeld unterwegs bist, musst du dir hier nicht den Kehlkopf eindrücken. Aber versuch die Hantelstange so nah an den Hals ran, also auf jeden Fall auch an Kontakt mit dem Hals zu bekommen, um entsprechend weniger Hebel zu haben und im Oberkörper aufrechter bleiben zu können. Okay, wichtig ist auch, dass die Ellenbogen oben bleiben. Also die Hantel liegt ja hier vorne auf dem Delta. In dem Moment, wo die Ellenbogen runtergehen, rollt dir die Hantel einfach nach vorne. Die Lisa zeigt dir jetzt erstmal die erste Variante, die wahrscheinlich einfachste Variante, genau die mit den Zughilfen. Wie du auch schon siehst, Hantel muss eben nah an den Hals ran, liegt auf den Deltamuskel. Genau. Wichtig ist hierbei, du musst die Hantel nicht mit den Zughilfen festhalten. Wie gesagt, die Hantel liegt auf dem Delta, mach ruhig mal die Kniebeuge. Die Hantel liegt auf dem Delta. Und die Zughilfen dienen nur zur Stabilisierung. Grundsätzlich wird die Frontkniebeuge dann genauso ausgeführt wie die Kniebeuge mit der Hantelstange hinten. Bewegung beginnt, indem die Knie nach vorne gehen. Du gehst so weit runter, bis du mit dem hinteren Oberschenkel die Wade bedeckst und stehst wieder auf, bis die Knie komplett gestreckt sind. Gewicht ist dabei auf der Ferse und das sollte so aussehen wie bei der Lisa hier. Genau. Vielen Dank. Dann einmal wieder zurück. So, das ist eine Variante mit den Zughilfen. Die zweite Variante, also das ist eine Regression der Gewichthebervariante. Dann zeig einmal gerade die Gewichthebervariante, bei der die Hände direkt an der Hantelstange anliegen. Genau. Für die braucht man eine relativ gute Schultergelenksmobilität, denn, wie gesagt, die Ellenbogen müssen ja nach oben. Das ist der entscheidende Punkt dafür. Wenn du die entsprechende Schultergelenksmobilität hast, würde ich dir auf jeden Fall diese Variante empfehlen. In der kannst du typischerweise am meisten Gewicht bewegen, weil sie einfach am stabilsten ist. Genau. Auch hier wieder, Hantel liegt auf dem Deltamuskel, berührt den Hals. Vielen Dank, das reicht schon. Genau. Zeigen wir euch jetzt noch die dritte und letzte Variante. Du beginnst letzten Endes, als ob du deine Hände wie ein Zombie gerade ausstreckst. Genau, gehst auch wieder so weit nach vorne, bis du mit dem Hals schon an der Hantelstange anliegst und verschränkst dann die Arme wie ein Pharao, nennen wir es mal so, ne? Genau. Auch hier, die Hantel liegt auf dem vorderen Deltamuskel, berührt den Hals, Knie gehen nach vorne, so weit runter, bis der hintere Oberschenkel die Wade bedeckt, aufstehen, bis die Knie gestreckt sind. Danke, das reicht schon. Genau, jetzt habt ihr die drei unterschiedlichen Varianten gesehen, wie man die Hantelstange aufnimmt, die Ausführung der Kniebeuge auch schon. Falls du trotzdem eine Frage haben solltest, schreib mir sehr gerne eine persönliche Nachricht in die Kommentare. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören und freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Danke fürs Reinschauen.